verstehen, kann man das Leben oft nur rückwärts. Doch leben muss man es vorwärts. Sören Kierkegaard. Noch nicht ganz. Für das große Derby morgen muss Ingo Harpuse noch weiter trainieren. Benjamin. Auf geht's in den Wald zum Outdoor-Training. Benjamin. 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 Währenddessen, etwas nördlicher im Land, startet eine aufstrebende Politgröße in den Tag. Auch er spürt den Druck vom bevorstehenden Derby. Ich glaube, der weiß nicht mehr, wer Shaun White ist. Hey, kennst du überhaupt Shaun White? Hey, wer heißt Shaun White? Hm? Hey, kennst du überhaupt Sebastian Weiß? Hm? Ich glaube, der weiß nicht mehr, wer Shaun White ist. Hm? Na, wer ist Shaun White? Wer ist Shaun White? Boah, ey. Für Harpuse geht das Training weiter. Na.
Bitte. Bitte, hallo? Na, das. Abwehr. Boah, ey. Ah ja, jetzt sehe ich das. Oho. Oho. Boah, ey. Na, bitte. Hä? Das noch Salmonellen. Na bitte, aber. Boah. Hafüff. Er ist bereit. Das Derby morgen kann kommen. Mallorca wollte mich immer neidisch machen. Ingo, Harpuse. In der Politik ist unerwartete Post nichts Neues. Dass man diese kochen kann, hingegen schon. Einfach toll. Während die Post im Ofen ist, wird das Holz adjustiert. Du hast noch nie einen Anruf gemacht. Oh wow. Oh wow, ich will das eher essen. Nach dem harten Training im Freien muss Ingo noch ein paar Einkäufe erledigen. Auf dem Weg zum Tankstellenshop die Straße runter, studiert Ingo Harpuse erneut seine Einkaufsliste. Kaffee, Wurst, Fondor, Salat und ganz wichtig, Zigaretten.
Hallo, guten Tag. Ich bekomme von der geräucherten Bratwurst ein paar bitte. Ein paar? Ja. Guck mal, was ist das? Nee, wäre alles dann. Den Versorgungslauf hinter sich gebracht, kündigt sich die Vorfreude an. Ab jetzt lautet die Maxime: Rauchen, bis der Arzt kommt. Hier hat man keine Zeit für Nickerchen. Hä? Man glaubt es kaum, aber auch als Politgröße sollte man stets auf ein bevorstehendes Derby vorbereitet sein. Herzlich willkommen in Belgien. Kiffen. Fast gekiffen? Hä? Ah. »420 kiffen Sie?« »Ja, nee.« »Okay, aber jetzt.« »Nee.« Okay. Ja, schon fast high. Fast gekifft? Gleich. Fast? Okay, Bruder, letzter Versuch.
War so high. Flensburg schießt nicht. Habe ich nicht gehört. Flensburg schließt nicht, nee. Flensburg schließt nicht. Keine Chance. Ja, nee, geht's hier. Flensburg schließt nicht. Versuch's gar nicht erst. Nein, nein. Flensburg schließt nicht. Keine Chance. Flensburg schließt nicht. Keine Chance, Bruder. Bruder, Flensburg schließt nicht. Niemand. Da hast du keine Chance. Flensburg schließt nicht. Klubbe. Wusstest du, Rude? Flensburg schließt nicht. Die machen nicht zu. Keine Chance, nee. Das wird nicht passieren. Nee. Ich hab schon öfters gesagt, Flensburg wird nicht schließen. Ich sage dir, das wird nicht passieren. Nein. Damit werden wir jetzt. Wusstest du, dass Flensburg schießt nicht? Nein. Und ja. Und so klar mit deinem Bruder. Flensburg schließt nicht. Du träumst nicht. Keine Chance. Nee, nee, Freundchen. Flensburg schließt nicht. Probier's gar nicht erst.
Jetzt lasse ich dir dann auch rein, du Räuber. Nee. So nicht, Freundchen. So nicht. Pause ist wieder bei Sinnen. Bei Kräften ist er noch nicht. Erst mal was essen. Lecker. Ich liebe Eisbergsalat. Lecker. Lecker Eisbergsalat. Ah, ich kann nicht genug davon bekommen. Wow, sieht cool, lecker. Gestärkt und wieder bei Kräften. Folgt für Harpuse nun die tägliche Anrufroutine. Fabian. The bad.
Hähnen. Hibanifunik. Hibanifunik. Schämen Sie sich. Und dann laufen Sie noch über die Straße mit Ihrem Angesicht oder Gesicht. Sie sind äußerst verwerflich. Schämen Sie sich. Tö. So nicht, Freundchen. Na, das hat die Welt noch nicht gesehen. Gibt's. Im Norden sind die Vorbereitungen wieder im Gange. Doch der Rausch des kriminellen Ganja-Cannabis ist immer noch nicht vollständig verflogen. Ich glaub, deine Mutter konnt's nicht besser. Achtung! Sind nicht deine Eltern. Hä? Das sind die Finger von denen. Das sind nicht deine Eltern. Lass die in Ruhe. Hä? Das sind nicht deine Eltern. Lasst es in Ruhe. Hä? Das sind nicht deine Eltern. Nein. Wenn du mich noch einmal Larissa nennst. Der Tag neigt sich dem Ende zu. Herr Puse genießt zum Abschluss noch etwas Jazz. Dazu eine ordentliche, gepflegte, besondere Haschischzigarette.
Genug Klamauk für heute. Morgen ist ein wichtiger Tag. Hapuse geht jetzt lieber ins Bett, bevor es noch mehr ausartet. Knapp. Möchte gern DVD-Player. Der nächste Tag beginnt. Aufgeregt vom bevorstehenden Derby stiftet Hapuse fiktiven Stress. Ich sage dir, ist es nicht. Bruder, das ist nicht Elsaß-Lothringen. Schaurig lustig. Na. Ich hab doch gesagt, das ist nicht Elsaß-Lothringen, Freundchen. Nee, nee, hier nicht. Kommst du nicht rein? Nee, Freundchen. Auch Politiker sind nicht vor dem Druck eines bevorstehenden Derbys gefeit. Zur Ablenkung erstmal shoppen. Jetzt die Suche nach dem perfekten Platz für die finalen Vorbereitungen. Gefunden. Ein Platz, wie er einem aufstrebenden Spitzenpolitiker gebührt. Nun darf der zufällig vorbeischlendernde Bürger bestaunen, wie sich eine wahre Politgröße auf ein waschechtes Derby vorbereitet. Hilfe! Hilfe! Guck! Was zum Wochenende? Nein, danke, es gibt schon Tropfen, du hörst mich. Gaudi, Gaudi, Gaudi. Zinke, gib mir Gas. Damen und Herren,
Ein Abendblatt, der Zeitung, das Abendblatt gewilligt, bis wohin ich eingehe. Ein Abendblatt. In der Bahn nach Norden sitzend, geht Ingo Hapuse ein weiteres Mal sein Vorgehen beim Derby durch. Am Lebensstil der dort ansässigen U-Bahn-Bewohner erkennt er, dass sein Ziel nicht mehr weit sein kann. Geschafft. Der Pfad der Erkenntnis. Dort wird das Derby in Kürze stattfinden. Aha. Mhm. Aha. Ah. Oh. Aha. Aha. Mhm. Aha. 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 Mhm. Mhm. Oh, wow. Mhm. Ah. Aha. Ja, ja. Jetzt. Ja. Aha. Es geht los. Das Derby beginnt. Vielen Dank, dass Sie sich zu diesem Gespräch bereit erklärt haben. Ja, selbstverständlich. Warum denn nicht? Für eine Handvoll Pastinaken kann man über alles reden. Ein Interview mit dem Spiegel, das uns vorliegt, aus dem Jahr 96. Darin haben Sie behauptet, ich zitiere, jeder Mensch, der nicht in der Lage ist, so auszusehen und zu agieren wie Christoph Daum, hat keine Daseinsberechtigung. Zitat Ende. Wie rechtfertigen Sie diese Aussage? Entschuldigung, könnten Sie Ihre Frage ein wenig undeutlicher formulieren? Selbstredend. Haben Ihre Eltern von Ihnen als Kind erwartet, dass Sie aussehen wie Kevin Kurani? Nein, ich glaube, dieser Fakt ist erstunken und erlogen. Was aber der Wahrheit entspricht, ist, dass ich mit 18 Jahren im Arbeitslager in Indien gezwungen wurde, hintereinander Saltos zu machen, ohne Pause, ohne zu essen oder irgendetwas zu trinken zu bekommen. Das ist ja grauenvoll. Das war die schönste Zeit meines Lebens. Aha. Also eine Gegenfrage. Bitte. Wenn man Sie jetzt täglich mit einem Einkaufswagen verwechseln würde, würden Sie dann irgendwie eine Ausbildung als Schuster beginnen? Ich glaube nicht. Wir beziehen uns hierbei rein auf die Presse über Ihre Abmachungen mit Rainer Kallmund. Inwiefern korreliert das mit Ihrem Wohlbefinden? Rainer Kallmund und ich hatten im Sommer 97 eine unmissverständliche Vereinbarung getroffen. Sollte Eintracht Braunschweig tatsächlich absteigen, will ich nur noch eine Niere haben. Lol. Und ich stehe zu meinem Wort. Ah, das erklärt einiges.
Würden Sie den Konflikt damit als gelöst betrachten oder hat man sich eher rein provisorisch zusammengerauft? Ja, ungefähr zweimal in den Sommerferien. Aber fragen Sie mich... Ich muss Sie hier mal ganz kurz unterbrechen. Okay, reden Sie bitte weiter. Fragen Sie mich lieber irgendwas über Michael Jordan. Davon habe ich gar keine Ahnung. Na gut. Sie können auf eine langjährige Zusammenarbeit mit Herrn Jordan zurückblicken, aber kam Ihnen dabei das japanische Fachchinesisch nicht eher Spanisch vor? Nein, das nicht. Was man mir aber beigebracht hat dafür, ist, dass ein ganz normaler Handschlag nur mal 70 Minuten dauern soll. Kamen Sie sich währenddessen näher? Crazy Torpedo. Brisante Frage, brisante Antwort. Gut. Ende 99 beendeten Sie die Zusammenarbeit mit Herrn Jordan. Entschuldigung. Hatten Sie dann den Eindruck, alles sei wie gehabt, oder entpuppte sich der Wechsel zur Narrenzunft letzten Endes doch als Fehler? Nee, ich denke nicht. Wobei, ich bin mir nicht sicher. Aber sicher bin ich mir, dass Jakob ein guter Fahrradname ist. Interessant. Eine letzte Frage noch. Den Mauerfall 89 bezeichnete Günther Netze als Wendepunkt im Fiasko um Holstein Kiel. Sie dementierten seine Aussage mit den Worten, man müsse schon eine weitere Mauer bauen, um diese erneut abreißen zu können. Würden Sie diese Aussage auch heute noch als zutreffend bezeichnen? Nun, ich möchte Ihnen erst einmal eine Teilantwort auf Ihre Frage geben. Als ich noch etwa 1,90 Meter groß war und aus dem Saarland kam, bestand faktisch kein Interesse an Jurassic Park, auch nicht gegenwärtig. Und zum zweiten Teil Ihrer Frage, den muss ich so stehen lassen. Ich halte es für unrealistisch, dass ein Mensch in einer halben Stunde 12 Radler trinkt. Ich würde das so nicht unterschreiben, nein. Sehr aufschlussreich. Vielen Dank für Ihre Zeit.